Jetzt habe ich auch die Aufzeichnung gestartet, sicher. Schauen wir mal. Ja, ich habe auch die Aufzeichnung gestartet. Finde ich gut. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von... wie heißt das Zeug? Life is Strange, genau. Ich streame das auch auf Twitch, was ich strange finde, dass ich das tue. Deswegen schaue ich auch manchmal nach links, weil dort mein zweiter Bildschirm steht, um mir anzuschauen, wie das in etwa ausschaut. Da sehe ich mich dann quasi auch von der Seite, so wie ihr jetzt. Also jetzt vielleicht nicht mehr. So, gut. Eigentlich habe ich diesen Teil da schon gemacht. Nein, wollte ich nicht. Ja. Ja. Und warum stehst du dann hier rum? Ich hasse es. Die Leute sind alle so doof. Die sagen nur dumme Sachen. So, Justin. End of the World Party. Ja. Okay. Was haben wir da? Noch so ein Vortex Club Plakat. Ja. Was auch immer. Interessiert mich nicht. So. Wir haben da noch mehr Werbung. Noch mehr Werbung. Und wir haben Courtney, mit der wir sprechen können. Kümmert es mich? Wieso nicht? Hat es das? Ah, wir können das Gespräch zurückdrehen. Scheinbar haben wir jetzt andere Optionen. Warte mal, so war das, gell? Okay. Okay, jetzt kommen wir doch auf die Party. Ich wollte eigentlich gar nicht auf diese Party gehen. Will ich auf diese Party gehen? Nein, eigentlich will ich nicht auf diese Party gehen, aber das sind diese Bubbler, die irgendwas zu tun haben mit allem. Das ist der Hybrid College, bla 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 bla. Zachary, wollen wir mit dem auch noch sprechen? Ja, genau das. Natürlich. Das letzte Mal habe ich das andere gemacht und es ist mehr oder weniger der gleiche Outcome gewesen. Trophäen interessieren mich nicht. Anschlagbrett. Ja. Das schauen wir uns an, dass mit ihr es auch seht. Wir haben hier jemanden, der Schwimmtraining gibt, einem Otter. Eine Religionsgruppe, die dich umbringen will wahrscheinlich. Jemanden, der eine Band gründen will. Und jemand, der ein Tablet mit 5 GB Katzenfotos verkauft. Okay, passt. Gesehen.
Oh, Trevor, den können wir auch nur ansehen. Art Class, Science Class und irgendwas Class. David! Schauen wir den nochmal an. Ich habe das Gespräch letztens geführt und habe mich wie ein shitty Teenager verhalten. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir freundlicher sind. Ich weiß nicht. Wir könnten natürlich abstreiten. Ich habe gestern das Ja genommen und dann ist es mehr oder weniger zu einem Streit geworden. Machen wir mal Nein. Das ist eh vollkommen das Gleiche. Das ist vollkommen egal, was man nimmt. Das Gespräch ist gleich. Sie behandeln. Da habe ich letztens was mit Kate genommen, um einfach nachzufragen, und es ist trotzdem scheiße gelaufen, das Gespräch. Ich nehme mal an, es wird jetzt auch nicht besser sein, wenn ich das andere nehme. Ja, wirklich das Gleiche. Ja, was auch immer. Irgendwie ist er jetzt viel, viel more reasonable denn dann als das letzte Mal. So, irgendwas, was sagt sie jetzt dazu? Ah, okay, nein. Ich wollte das vermissten Foto nochmal anschauen. Ich glaube, sie sagt jetzt was anderes als das letzte Mal. Gute Frage. Warum wohl? Ah, wenn man darüber geht, kommt diese Nachricht von Warren. Ja, ich mag Leute auch nicht. Schauen wir mal. Nein, nicht mit Escape. Nein. So wird gespielt. Nein, ich will nicht spielen. Spiel fortsetzen. Tab was. So, SMS. Warren. Bis gleich. Ich bin im Sci-Fi Lab. Okay, gut. Gehen wir ins Sci-Fi Lab, um den Komiker zu finden. Wo auch immer das ist. Aber ich nehme mal an, das ist in diese Richtung. Sagt ihr da das Gleiche? Dann mach auf. Ich will nämlich auch reinschauen. Eltern. Nehme ich mal an. Sieht man mich noch? Ja. Ich bin ein bisschen unten. Was auch immer. Jetzt habe ich nicht beim Spiel zugeschaut. Jetzt muss ich darüber schauen. Nicht wirklich besser. Okay. Da gibt es einen Evan. Dear Evan Hansen. Kennt ihr das? Okay, dann reden wir mal mit ihm. Okay, also viel reden wir nicht miteinander. Kate. Kate, nicht wegrennen! Kate Marsh. Wir rennen ihr nach. Können wir rennen? Gibt es die Möglichkeit zu rennen? Ich glaube, es gibt die Möglichkeit zu rennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Kate! Okay.
Sie will nicht mit mir reden. So, wir können mit dem Professor reden. Ich meine, diese Schule ist so ein Schweinestall, das ist ja unfassbar. Da liegt überall Zeug rum. Was machen Amerikaner? Ah, ich glaube, ich habe das Labor gefunden. Endlich ein guter Ort. Vielleicht, weil es grindig ist. Weil es stinkt mit der Zeit. Weil sie viel weniger lange aushalten als Plastikskelette. Ach Gott. Weil es unethisch wäre. Wie viele andere Gründe könnte man noch erklären? Und früher haben sie wirklich, haben sie richtige Skelette verwendet. Okay. Das sind Plätze. Puh. Das schaut aus wie bei uns an der Uni damals. Schulewäschabzüge. Plakate, Plakate. Nein, so hat es nicht an der Uni ausgeschaut. So, wir haben hier ein Kind mit roten Haaren. Ja, weil du nicht da bist. Schau dich mal an, wie du rumrennst. Ja, natürlich. Bastet mir und angemeckert ist aber was Unterschiedliches. Okay. Ich glaube, die steht sich auf den Warren. Aber Warren steht sich auf uns, deswegen. Gut, dann berühren wir es mal. Dann berühren wir es nochmal. Vielleicht werden wir es öfter machen. Kann ich jetzt die nächsten 3 Stunden machen. Okay, gut. Es passiert nichts. Da hinten ist Warren, glaube ich mal. Da ist noch ein Plakat, wir schauen uns immer alles an. Science is art. And art is science. Ja, whatever. Das sind Planeten. Allerdings ist Pluto kein Planet, das müsstet ihr mittlerweile wissen. Ein Periodensystem ist ja süß. Ich will zum Periodensystem. Kann ich zum Periodensystem? Yay! Eigentlich was Interessantes in dem Spiel. Es heißt immer in regelmäßigen Abfolgen. Das heißt periodic. Ach. Deswegen nennt man die Monatsblutung bei Frauen ja auch Periode, weil das periodisch kommt, also immer im gleichen Abstand. Ach Gott. Sie schaut nicht so aus wie ich. Und ich würde mich auch so beschreiben. Cool und smart. Yay. Na gut, gehen wir zum Warren. Hallo Warren. Wir schauen dein Chemiematerial an. Das sind aber keine Gehirne, das ist Chemie, nicht Biologie. Na gut, dann reden wir mal mit ihm. Echt jetzt? Ich weiß nicht, was willst du denn machen? Willst du Kalilauge machen, dann würde ich Kalium nehmen. Willst du Natronlauge machen, dann eher Natrium. Nehmen wir Natrium, dann explodiert nicht alles sofort. No.
Das ist kein Natrium. Das ist irgendeine Natriumlösung vielleicht. Okay, wir gehen zurück. Ja, wir überspringen. Wir überspringen. Ja, wir überspringen. Naja, dann nimm halt Kalium. Echt jetzt? Das war's? Dafür hast du mich hergeholt? Dass ich Pufen sehe? Ganz viel Kalium. Aha. Bam. Okay. Okay, außerdem wacht gerade meine Tochter aus, auf die nicht mitkriegt, dass das gerade live ins Internet übertragen wird. Sie flüchtet. Ja, wenigstens irgendwas Interessantes passiert in diesem Spiel. Okay, was das war's? Dafür bin ich daher gekommen, damit ich ihn explodieren lasse. Wie kann man in diesem Spiel noch einmal... Das schauen wir uns an, das Plakat schaut lustig aus. Okay. Das sind die beiden. Okay, dann nehme ich an, dass ich mit Mr. Jefferson sprechen kann. Oder das? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, wir sprechen ihn an, nicht umgekehrt. Gute Frage. Machen wir das.
Mann. Ist auch richtig. Das ist eine gute Frage. Sollen wir ihm vertrauen? Ah ja, warum nicht? Wir sind total verknallt in den Typen, also so gesehen, ja. Okay. Hallo? Ich dachte, es wird schnell, wenn man auf Dings drückt. Bla 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 bla. Ah, das war ein Fehler. Habe ich alles übersprungen. Ich wollte aber nicht. Ach Gott, das Spiel ist bescheuert. Ich muss diese ganzen Szenen dann ständig neu sehen. Ich muss mal bei einem Dings einstellen, dass es nicht in den Dings geht. Andererseits, wer sollte das schon sehen? Habe ich mehr als einen Viewer? Wahrscheinlich nicht, oder? Nichts. Ja, klar. Und dann beschuldigst du mich, dass ich was Blödes gemacht habe. Ja, das ist ganz anders. Also ich glaube, er ist definitiv schlecht. Ah, nicht jetzt. Okay, ich weiß nicht. Ob das ein gutes Ding so ist, der war. Bla 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 bla. Diese Poster haben wir schon gesehen. Geh weg, Stella. Ja. Wer ist er? Was tust du denn? Mädels fotografieren? Okay. Ja, natürlich. Etwas beschämt. Nein, 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 nein.
Ja, klar. Schauen wir uns die Zeichnungen an. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, das würde ich auch fast hinkriegen. Wie sie das übersetzt haben, strange. Und der Frosch ist auch nicht besonders hübsch. So, dickes Kind. Spreche mit dir. Na gut, dann machen wir ein Foto. Ich wollte dich zwar fragen, was wir machen, aber. Hey, wir haben wieder was freigeschalten. Wir haben ein neues Foto. Und zwar, wir haben das Foto Kind starrt zum Fenster hinaus. Finde ich gut. Was willst du jetzt mit mir reden, nachdem ich das Foto gemacht habe? Nein? Okay, gut. Ach, Victoria, will ich nicht. Hey. Echt jetzt, der hat seine eigenen Bilder, die er gemacht hat, in der Schule aufgehängt. Der ist ja, sehr von sich selbst überzeugt. Ich mag ihn nicht sonderlich. Gut, anders als ein Kunstlehrer. Mag ich Kunstlehrer? Zwei, vier, sechs, acht. Das ist quasi wie eine Wahlpflichtfachklasse. Ja. Ja, das heißt, wir können uns hinsetzen und die Klasse kann anfangen. Okay, das machen wir noch und dann machen wir Schluss für heute. Nein, wieder ein Haufen Videozeug zu sehen. Ugh. Kate! Vielleicht mag er sie. Er ist ein middle-aged man, der in einer Schule arbeitet. Warte mal. Ich sollte da nicht weiterreden. Ah, er ist auch schwarz im Gesicht.